Beim Kreisfahren auf nasser Fahrbahn mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten gewinnen die Fahrer einen Eindruck davon, welche Kräfte auf den Bus besonders in Kurven einwirken können. Das ist nur eine der verschiedenen Fahrübungen beim Fahrsicherheitstraining im ADAC-Fahrsicherheitszentrum in Nora. Dazu gehört aber noch mehr. Einfache Sachen, die im Alltag scheinbar harmlos wirken, werden vor Beginn des eigentlichen Fahrtrainings besprochen. Die Fahrersitzeinstellung, Lenkradhaltung, die Lenkführung, wie viel lenkt man, viel, wenig und natürlich die Fahrerblickführung. Und auf diesen Anfangsgeschichten baut natürlich das ganze Training dort auf. Das heißt also, man steigert sich dann weiter, dass man dann sagt, wir machen eine Gefahrenbremsung auf unterschiedlichen Fahrbahnbelägen, griffig, glatt oder auch halbglatt, so wie es dann der Busfahrer draußen dann im Gelegenheitsverkehr dort auch erleben könnte oder würde. Beim Training werden verschiedene Situationen simuliert. So absolvieren die Fahrerinnen und Fahrer beispielsweise eine Gefahrenbremsung bergab, sowohl mit einem Standard- als auch mit einem Gelenkbus. Das Fahrsicherheitstraining soll ihnen zeigen, wie sie auch in extremen Situationen die Kontrolle über das Fahrzeug behalten. Es diene aber auch dazu, Grenzen auszutesten. Zum einen ist damit die Grenze des Fahrzeugs und zum anderen die des Fahrers gemeint. Und die beginnt, so Günther Groß, oft noch vor der des Fahrzeugs. Umso wichtiger ist es, dass die Busfahrer auf dem Trainingsgelände ihr persönliches Limit kennenlernen. Unter sicheren Umständen oder sicheren Gegebenheiten kann man wirklich da mal gucken, wie weit kann ich gehen mit dem Fahrzeug oder mit den Fahrzeugen und wie weit fühle ich mich auch noch sicher damit. Ist im Straßenverkehr halt wirklich sehr, sehr schwierig, das so zu praktizieren, sage ich mal. Ich habe 2002, wo ich meinen Pkw-Führerschein gemacht habe, schon mal ein Fahrsicherheitstraining gemacht mit dem Pkw. Aber mit dem Bus zum Beispiel ist ja überhaupt nicht vergleichbar. Die Fahrübungen steigern sich und werden immer anspruchsvoller. Mithilfe von Wasserfontänen wurde ein Hindernis simuliert, dem die Fahrer durch schnelles, aber kontrolliertes Lenken ausweichen mussten. Alle Teilnehmer waren sich am Ende des Trainings einig, dass es eine wichtige und hilfreiche Erfahrung war. Und die Fahrgäste des Jenaer Nahverkehrs profitieren in gewisser Weise auch davon. Denn ihre Sicherheit hat stets oberste Priorität.